typischen Alltag an einer Uni stellen sich viele junge Leute als langweilig und vollgestopft mit öden Vorlesungen vor. Was jedoch die Informatikstudenten an der Uni Bremen bei sich im Lehrplan haben, dürfte für nicht wenige eine kleine Überraschung darstellen. Denn dort besteht der Informatiklehrgang nicht bloß aus Theorie, sondern auch aus einem praktischen Anteil, und der beinhaltet, dass keine Roboter programmiert werden, gegeneinander Fußball zu spielen. Doch neben dem Lerneffekt und vor allem den Spaß, den die Studenten dabei haben, spielt auch ein spannender Hintergrund für diese eher ungewöhnliche Projektarbeit eine große Rolle. So sind die von den Studenten programmierten Robotern nicht bloß eine offizielle Roboter-Fußballmannschaft, die sich Be Humans nennt, sondern auch Teilnehmer an der RoboCup-Weltmeisterschaft 2015 in China. Dr. Thomas Röfer, der die Roboter zusammen mit seinen Studenten programmierte, erzählt uns, was das Ziel und der Hintergedanke bei diesem eher skurrilen Sportwettbewerb ist und welche Möglichkeiten einem durch so eine Veranstaltung ermöglicht wird. Also gut, wir spielen halt mit diesen Robotern, die sind gekauft. Wir bauen keine Roboter selber, wir programmieren die nur. Spielen wir Fußball. Und das Ziel ist halt, ja, die WM zu gewinnen und dabei halt Fortschritte zu machen, in dem, wie man Roboter steuert, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen und so weiter. Genau, also das Ziel der RoboCup Federation, die das Ganze betreibt, ist 2050 ein Spiel zu machen, wo halt tatsächlich ein Team von 11 humanoiden Robotern gegen den amtierenden Fußballweltmeister gewinnt. Das wird natürlich nicht dieses Projekt dann machen. Wir sind dann auch alle schon ein bisschen älter, aber das ist sozusagen das Ziel der ganzen Bewegung. Ja gut, die Idee ist ja, dass man halt im Wettbewerb wirklich mal testen kann, ob Sachen funktionieren. Es gibt halt viele andere Bereiche der Forschung, wo halt jeder so sein eigenes Süppchen kocht und dann baut er ein System und sagt, okay, so gut funktioniert das, aber man kann das gar nicht vergleichen. Und hier hat man halt die anderen Teams, die das Gleiche gemacht haben, da und kann dann im direkten Vergleich feststellen, was besser funktioniert. Und das ist eigentlich so die Idee und das motiviert halt auch sehr stark, dass man da diesen Wettbewerb dann hat und dahin fahren kann und vielleicht ganz gut abschneiden. Motiviert sind auch die Studenten, die fleißig an den Robotern programmieren und ihnen immer komplexere Handlungs- und Bewegungsabläufe geben, wodurch sie beim Fußball mehr Möglichkeiten besitzen. Aber wie funktionieren die Roboter? Und sind sie mit ihren Algorithmen eigentlich auch dazu in der Lage, irgendwann zu lernen? Sie können theoretisch, wenn man entsprechende Algorithmen benutzt. Das haben wir jetzt bisher noch nicht. Es läuft allerdings gerade eine Masterarbeit, also es ist gerade eine Masterarbeit in der Mache, in der versucht wird, dass die Roboter lernen, was Mitspieler oder Gegenspieler sind. Es ist allerdings, Algorithmen, die sie selbst lernen, sind halt sehr aufwendig und somit oft den Robotern nicht unbedingt leicht zu machen. Insofern haben wir da sonst noch keine Sachen in die Richtung. Grob erklärt, es ist so, dass der Roboter aus verschiedenen Sensoren und verschiedenen Gelenken besteht. Und hauptsächlich haben wir dort die Kamera, die wir benutzen. Aus der Kamera, also mit der nehmen wir, beziehungsweise wir haben zwei Kameras, eine oben und eine unten. Und wir nehmen jeweils pro Sekunde 30 Bilder auf. Im Prinzip, die Idee des Roboterfußballs ist sehr interessant. Einmal ist es eins der, na gut, es gibt einige Projekte an der Uni Bremen, aber es ist halt eins von diesen, wo man halt tatsächlich mit Robotern zu tun hat, was ja auch so ein besonderer Vorteil des Bremer Forschungsstandortes gerade ist. Und hier hat man halt gerade noch diesen spielerischen, diesen Wettkampfaspekt gewissermaßen, dass man halt sieht, was man erreicht. Ja, ich finde auch ein ganz wichtiger Faktor ist bei Informatik, ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, muss man ziemlich viel testen dabei. Und das ist halt viel motivierender, wenn man das halt wirklich so in live mit einem Roboter testet. Und dann vielleicht nicht immer, funktioniert nicht alles, aber es ist halt viel befriedigender, als wenn man irgendwie vor so einer Software vor dem Bildschirm sitzt und dann nur irgendwas Zahlen runterrattern sieht und gucken, ob es dann vielleicht funktioniert oder vielleicht auch nicht. Auch dieses Jahr steht bei den Be Humans einiges auf dem Spiel, wenn es nach China zur RoboCup-Weltmeisterschaft geht. Und wer weiß, vielleicht wird Deutschland, nachdem es gerade erst den Pokal der menschlichen Fußballer mit nach Hause genommen hat, auch dieses Jahr einen Pokal für die beste Fußballmannschaft abstauben. Dieses Mal dann für unsere kleineren und etwas futuristisch anmutenden Fußballer.